Kleines Update am Mittwoch, so würde ich eigentlich dieses Video hier starten, aber erkältungstechnisch geht noch nicht so sonderlich viel, deswegen ist auch noch nicht so sonderlich viel passiert in den letzten 2 Tagen, deswegen verzichte ich heute auf ein Update. Allerdings möchte ich es mir heute, insbesondere heute, nicht nehmen lassen, ein kleines Video zu machen. 15. März 2023, das bedeutet ein Jahr für den Kanal. Heute exakt ein Jahr her, dass ich den Kanal erstellt habe und auch mein allererstes Video hochgeladen habe. Ja, was bleibt mir viel übrig zu sagen, außer Dankeschön an alle Unterstützer da draußen, an alle Abonnenten da draußen. 1669 Abonnenten, jetzt aktuelle Zahl von, was haben wir, 15:25 Uhr. Eine Wahnsinnsentwicklung in jedem Falle, die das Ganze genommen hat, finde ich zumindest. Hätte ich niemals mit gerechnet, dass sich das Ganze so entwickelt. Und was soll ich sagen, es macht Spaß, es macht eine ganze Menge Spaß. Und mir hätte definitiv etwas gefehlt, wenn ich es heute zu keinem Video geschafft hätte. Von daher einmal komplett zusammenreißen, einmal irgendwie aufraffen, sämtliche Lutschpastillen rein, die irgendwie funktionieren. Und dann einmal Augen zu und durch, um zumindest einmal ganz kurz Dankeschön zu sagen. Persönlich muss ich sagen, ich bin froh darüber, dass ich vor einem Jahr diesen Schritt gegangen bin und mein erstes Video dann auch mal veröffentlicht habe. Das Ganze ist natürlich eine Entwicklung, das Ganze ist ein Prozess. Also da mal an alle, die sich nicht wirklich trauen an die ganze Materie, macht's einfach. Es wird irgendwann einfacher, die Nervosität geht dann irgendwann mal so ein bisschen runter. Für mich ist auch heute noch jedes Video eine komplett neue Herausforderung. Ich will gar nicht wissen, wie viele Minuten Rohmaterial jetzt für dieses Video hier zusammenkommen werden, was ich dann natürlich noch im Nachgang irgendwo so ein klein wenig zusammenschneiden muss. Ein Meister vom Himmel gefallen ist auch noch nicht und man wächst eben auch mit seinen täglichen Aufgaben. Das ist ja auch irgendwo das Schöne. Und ja, was soll ich sagen? Für mich persönlich ist ganz, ganz wichtig, dass der Spaß im Vordergrund steht. Wenn der Spaß nicht da wäre, dann würde mir die Motivation schlichtweg fehlen. Dem ist definitiv nicht so. Es macht einfach Riesenspaß und ich freue mich einfach auf die Zeit, die kommt. Danke nochmal an alle da draußen für die Unterstützung. Ich würde sagen, YouTube Jahr 2 darf beginnen. Ich freue mich auf die Zeit, die kommt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr weiterhin ein Teil davon seid. Tschüss und bis bald.